Mattia Lattalo, heute eine 0-2-Niederlage gegen den SC Langenthal. Was macht er heute den Unterschied? Effizienz war klar für mich. Das, was entscheidet hat dann am Schluss. Wir haben genug Chancen gehabt, viele Sachen gut gemacht heute, richtig gemacht heute. Viele Chancen erarbeitet in den zwei ersten Drittel und halt kein Lohn für die Spieler. Solche sind nun oft solche Spiele, dann kippen sehr schnell umgekehrt. Dann Langenthal hat die wenigen Chancen genutzt und es sind ungünstige Momente. Natürlich beide Tore und die haben ein bisschen Luft bekommen, natürlich mit dem Tore in die Rücke. Haben besser gespielt, auch im letzten Drittel. Aber trotzdem, es war ein bisschen das Gegenteil, wo wir letztes Mal in Langenthal gespielt haben. Langenthal war sehr gut und wir haben ein bisschen die Punkte gestohlen. Und heute denke ich, es war umgekehrt. Wir waren schon gut, stark und Langenthal hat dann am Schluss die Punkte. Schussverhältnis fiel 40-19 zu Ihren Gunsten aus. Auch Powerplay hatte man mehr Chancen eigentlich. War der Torhüter einfach zu stark oder waren die Chancen nicht so gut ausgespielt wie sonst? Ja, vielleicht auch teils die Chancen nicht diese Genauigkeit, was es braucht, Tore zu erzielen. Aber natürlich, es ist immer, wenn du zu Null spielst, musst du andere Torhüter gut spielen. Und er war stark heute, das ist keine Frage. Was sind jetzt Ihre nächsten Schritte für das nächste Spiel? Ja, erholen wir morgen. Es ist wieder eine lange Reise, dann am Dienstag nach Thurgau. Wichtiges Spiel natürlich. Und ja, halt vorwärts. Es war ein Spiel und jetzt müssen wir die nächste Challenge nehmen.